Ciao Belli, wie geht es euch? Louis hier wieder für euch am Start. Hoffentlich gut. Bei mir, dank dem Herrn, alles bestens. Leute, ich habe einen tollen Duft heute für euch zum Vorstellen. Eventuell passt es nicht in der Jahreszeit, aber eventuell sage ich nur, weil die meisten frische und zitrischen Düfte eher für den Sommer und Frühling passen. Okay, der hier, Leute, das ist ein Flaggschiff. Ihr könnt es schon am Bild erkennen. Ich spreche von Abercrombie & Fitch. Fierce, das ist der Flaggschiff von der Brand. Ja, und der ist sehr bekannt auch wegen dieser spezielle immer Adonis-Körper, die abgebildet drauf sind. Sehr toller Duft, Leute. Der ist sogar im Herbst und im Winter tragbar. Der hat eine gute Performance, okay. Also es gibt wirklich selten Düfte, die man im Winter auch performen können. Dann so frische Düfte, zum Beispiel Creed Aventus wäre einer. Es gibt auch mehrere, aber der gehört definitiv dazu. Aber Abercrombie & Fitch, der hält definitiv auch im Winter durch. Natürlich nicht so wie in Sommerzeit. Sommerzeit habt ihr definitiv 4 bis 5 Stunden was davon. In der Winterzeit locker 2 Stunden. Nehmt diese Bottle dann mit euch mit. Das ist eh ein kleiner Eyecatcher, die Bottle. Ja, und auf jeden Fall habt ihr dann immer, ich persönlich, wenn ich diesen Duft auftrage, habe ich immer dieses Gefühl, wie wenn ich frisch aus der Dusche komme und das halt langanhaltend ist. Diese Vibes, die der versprüht. Ja, toller Alltagsduft. Ja, dann könntet ihr auf jeden Fall auf der Arbeit tragen oder eventuell, wenn ihr mit Freunden ausgeht oder so, egal wann, der passt sich wirklich an allem an. Ja, sehr, sehr, sehr toller Duft. Und der solltet ihr wissen, auf einer zitrischen Basis definitiv. Ja, super Gentleman-Duft. Wie gesagt, Ladies können den auch tragen, wenn die wollen. Für mich persönlich passt der zu den Gentlemans am besten, zu den Herren. Und die Ingredienzen sind sehr, sehr, sehr hochwertig hier. Kardamom, Orange, Zitrone, Jasmin ist hier mit drin, Rose, Rosmarin ist hier mit drin, Moos ist hier mit drin, Moschus, okay, und Vetiver ist hier auch mit drin. Sehr, sehr toll. Tolle Ingredienzen, die sehr, sehr, sehr gut, wie gesagt, sich entfalten. Er gibt wirklich einen sehr, sehr tollen Duft. Und testet ihn aus, auf jeden Fall. Der ist nicht mal so teuer. Ich glaube, den erhaltet ihr schon so 50 Milli, glaube ich, für ca. 30 bis 40 €. Also das ist auf jeden Fall lohnenswert. Vor allem habt ihr da einen Duft, den ihr das ganze Saison übertragen könnt, obwohl er frisch und zitrisch ist. Testet ihn aus, gebt mir Bescheid. Bin schon am Ende angekommen und würde euch auf jeden Fall Gottes Segen noch mitgeben. Und passt auf euch auf, Leute. Ciao, Belli.